mit dabei seid, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ihr seht schon, das sind drei Überraschungspakete zum Geburtstag. Mein Geburtstag ist schon eine Woche her. Und trotzdem trudeln immer noch Geschenke oder Karten ein. Es ist unfassbar. Ich danke euch von Herzen dafür. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und meine Bestellung von Clearly, von Stamp Corner und von Papyria Ink ist auch angekommen. Und ich wollte euch das dann gleich einmal zeigen. Das wird also ein längeres Video. Okay, wo fangen wir an? Ich möchte mich ganz herzlich bei der lieben Babsi, bei der lieben Alena und bei der lieben Christina bedanken, dass ihr an mich gedacht habt. Und ich würde das jetzt gerne euch einmal zeigen. Ich fange von da nach da an. Oder von da nach da. Wir gucken gleich mal. So. Ich mache das. Ach, sag mal hier. Den Karton von dir habe ich schon wieder anderweitig verwendet. Das geht bei mir mal ratzfatz. Ja, ich habe bekommen ein super Badesalz. Das ist so schön. Ich liebe Badesalze. Dann haben wir hier einen Tassenwärmer. Seelenwärmer besser gesagt. Das ist so ein Tassencreme-Pudding in Karamell. Ich bin gespannt. Eine total schöne Geburtstagskarte. Ich mache sie nicht auf, weil ich habe den Gruß ja schon gelesen. Super schön. Kommt auch mit ins Album. Gut, dass ich mit dem Album noch nicht angefangen habe zu basteln. Soll ja ein Junk Journal werden mit allen Sachen, die reinpassen, so wie die Karten. Der Pudding und das Badesalz kommt nicht mit rein. Da mache ich ein Foto, dass ich es für mich nochmal sehen kann, was ich mir dann da jetzt, was ich bekommen habe. Ein Paperclip ist fertig geworden mit dem ganz süßen Häschen, mit dem Radieschen. Ein bisschen Naschis dabei. Und ETCs. Und von dieser Marke, ich komme gerade, Tracy, ja, ihr kennt die Marke wahrscheinlich, davon habe ich gar keine hier bei mir. Und sie hat mir eine kleine Serie gebastelt. Und schaut euch das mal an, wie schön die sind. Und davon werde ich dann auch gleich nochmal ein Foto machen. Weil die gehen dann ins Album, ne, in mein ETC-Album. Sehr schön. Richtig toll geworden. Noch eine schöne Verpackung. Die mag ich ja auch immer sehr gerne. Und immer wieder fällt mir noch eine neue Verpackung wieder ein. Und ja, super schön. Herzlichen Dank. Ich kann alles gebrauchen. Selbst die Naschis. Obwohl ich ja irgendwann mal damit aufhören wollte. Ne? Dann haben wir hier Auszeit für dich. Das ist ein mit Schaum, so ein Schaumbad. Ich glaube, da gibt es irgendwo auch Duftproben. Es riecht auch riecht richtig toll. Und ich finde, so mit Mandalas kriegt ihr mich ja auch immer. Oder mit so einer Verpackung kriegt man mich ja auch. Das riecht auch richtig schön. Pflaume, Sandholz und Zimt. Sehr schön. Hat meine Tochter schon gleich dran geschnuppert. Dann haben wir hier den Umschlag und eine Karte. So gut kann man das ja gar nicht selber stempeln und malen. Ist auch mal schön, so eine Karte zu bekommen. Und dann haben wir hier ordentlich viel Trubel, Jubel, Heiterkeit, lass dich feiern. Die mag ich auch sehr gerne. Ich habe mich noch zusammengerissen. Also die Naschis und mag ich sehr gerne. Und hier haben wir viermal Ahoi Brause. Mal gucken, was ich damit mache. Da gibt es bestimmt auch Rezepte zu. Vielleicht kann man damit auch Muffins oder so machen. Okay, und dann habe ich das auch gerade erst bekommen. Und zwar ist das eine ganz liebe Geburtstagskarte mit diesem kleinen Bienchen. Und dann haben wir hier eine Verpackung. Da habe ich noch gedacht, sieht ein bisschen Harry Potter mäßig aus, ein bisschen mystik aus. Und dann tada, die mag ich auch sehr gerne. Ja, und ich wollte unbedingt aufhören damit, aber da muss ich die erstmal alle aufessen und danach und viel Sport machen und danach dann mit Naschen aufhören. Hier steht niedlich drauf und das sind für mich mit der Biene auch ETC-Karten. Ist das nicht schön? Und das sieht man auch, dass es eine kleine Serie ist, aber ich finde, sie passen alle so zauberhaft. Das passt, das ist auch eine schöne Serie. Auch da mache ich mir ein Foto von und das geht dann ins ETC-Album zu den ertauschten ETCs. Das Vellum ist schön fest. Meins reißt ja immer relativ schnell, weil ich ein dünnes Vellum habe. Aber dieses hier ist richtig schön fest. Gefällt mir auch sehr. Und dann hat sie mir hier noch
Naschis reingepackt. Joghurt und das ist Johannisbeerjoghurt und das ist Naturjoghurt. Kriegen wir auch vernichtet. Leider. So, und dann brauchen wir ein bisschen Platz, weil das ist ein Labbook. So würde ich das jetzt nennen. Weiß nicht, ob ich das richtig sage, aber das kommt mir bekannt vor. Das ist von Stamperia. Und wenn man das hier so aufmacht, ist mit Magnet, macht man das hier einmal auf und dann kann man das nochmal klappen. Und zwar haben wir hier ein kleines Heftchen drin. Mit Kraftpapier. Wunderbar. Dann haben wir hier so eine kleine Tasche, ist das. Da sind dann noch so Kärtchen drin. Da kann man theoretisch auch Fotos drauf machen. Und hier ist ein Briefumschlag noch drin, wo man dann vielleicht noch Geheimnisse mit reinpacken kann. Vielleicht. Super schön. Dann geht es hier weiter. Hier ist festgemacht mit so einer Banderole ein wunderschönes Notizbüchlein oder Junk Journal. Notizbüchlein, Junk Journal. Und mit Drachen und Wolf und so ein bisschen auf Mystik gemacht. Finde ich sehr schön. Spricht mich auch total an. Hier haben wir mit einer Büroklammer einen Stift, dass ich da auch was gut verwenden kann als Notizbüchlein oder das Ganze. Dann haben wir hier noch ein kleineres, das heißt schon drei kleine Heftchen hat sie mir gebastelt. Hier ist ein Gummiband, das finde ich auch sehr schön, diese Machart. Und dann haben wir hier Charms dran, auch sehr schön. Und hier haben wir eine Tasche, mehrere Taschen, auch nochmal mit Karten. Und nochmal ein Briefumschlag. Super schön. Das sind das längste nach hinten. Sekunde. So. Ich hoffe, ich kriege jetzt auch alles wieder rein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier haben wir sowas mit kleinen Zettelchen. Das passt ja auch zu diesem Papier. Wenn man mal schnell was aufschreiben will mit schwarzem Band. Super schön. Und dahinter ist, ich würde sagen, sowas wie ein Lesezeichen oder ein Tag. Eine Eule. Und wenn man das Ganze dann nochmal aufmacht, sind hier mit Glutdot nochmal so zwei kleine Kärtchen festgemacht. Und auch hier so schön gestaltet, schön dekoriert. Ton an Ton, perfekt. Also super, 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 super schön. Herzlichen Dank dafür, das hast du wirklich toll gebastelt. Ich traue mich an sowas noch nicht ran, aber jetzt habe ich ja ein Muster, dann kann ich es ja vielleicht mal probieren. Wahnsinn. Also da würde ich auch locker zwei Tage mindestens dran sitzen. Super, super schön und auch so viel Platz. Also es ist wie so ein kleiner Sekretär, würde ich mal behaupten. Wunderbar. Vielen, vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, schwenke ich jetzt mal rum und zeige euch meine Bestellung bei Stamperia und Clearly und habe noch diese zwei Sachen. Nicht nur, dass ich bei Stamp Corner bestellt habe, sondern ich habe gleich diese Maus verwendet, als es angekommen ist, weil ich wollte unbedingt bei der Challenge mitmachen. Das ist diese Karte, die ich dafür gestern dann noch gebastelt habe, weil gestern war Deadline. Und habe die koloriert und was soll ich sagen? Ich habe gewonnen! Es ist unfassbar. Im Moment habe ich so einen Lauf. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache, warum. Ich hinterfrage gar nicht, warum, sondern ich freue mich nur. Tagelang, also seit meinem Geburtstag, bin ich permanent irgendwie nur am Ausflippen, weil immer wieder neue Nachrichten kommen. Und ich habe diese Karte gemacht und wie gesagt, habe damit gewonnen. Und ich gucke mir dann mal was Schönes aus im Shop. Und wollte euch kurz zeigen, was ich mir da ausgesucht habe. Diese vier niedlichen Motive, die finde ich total genial. Naschi passt ja wunderbar. Chill mal, finde ich sehr schön. Ich fliege auf dich. Also auch schöne Sprüche, nicht nur vier schöne Motive. Dann habe ich dieses hier entdeckt. Und da steht jetzt vieler Teufel. Da ist da was falsch geschrieben. Ich habe schon geguckt, das Einzige, was mir auffällt, ist das.
Aber da kann man das hier vorsichtig abschneiden. Und du bist wunderbar, passt ja auch immer, benutze ich ja auch gerne. Gekauft habe ich mir das Set, weil ich Post für dich gesehen habe. Und habe gedacht, die anderen kann man ja auch immer, anderen Sprüche passen ja auch immer ganz gut dazu. Diesen hier hatte ich irgendwie größer in Erinnerung, aber das macht ja nichts. Der ist auch ganz süß, ein kleiner Hund mit Herzchen drumherum und ja, probieren wir auch aus. Ja, und wie gesagt, mein erstes, was ich von denen benutzt habe, ist dieses Mäuschen. Und ja, da vier Motive, Happy Birthday steht hier auch, das Herz. Da habe ich was drüber geklebt, weil ich da mit dem Zickstift auf Cardstock gegangen bin und das konnte ich nicht mehr verwischen, das sah nicht gut aus und deswegen habe ich da so ein Animal-Herz hingenommen. Sehr schön. So, diese Karte habe ich euch schon mal gezeigt. Die hat auch gewonnen bei der Challenge von Magenko Designs und da durfte ich mir auch ein Stempelset aussuchen und da habe ich mir die Mehr Minds ausgesucht. Und dazu kommt dann bestimmt auch bald ein Video, dass ihr das mal sehen könnt. Ich habe mir vorgenommen, nochmal ETCs damit zu machen. Die Zeit beginnt ja jetzt mit Unterwasserzeit für mich und habe schon überlegt, das wären dies Jahr ein paar mehr. Und ich wollte auch bei der Indexkarten-Challenge, die vom 1.6. bis 31.7. geht, da wollte ich auch mal dran teilnehmen. Also einfach mitmachen, dass man jeden Tag eine Indexkarte bastelt. Und ich wollte das dann für mich so machen, dass ich das in ETC-Größe mache. Man kann bis zu A6-Größe gehen, so habe ich das zumindest gelesen. Und es gibt wohl auch Themenvorschläge. Für mich wird die ganze Zeit so blaulastig sein, blau-grünlastig, weil ich mir vorgenommen habe, Unterwasserwelt wird mein Thema sein. Das ist dann 61 Karten, ETC-Karten mit Unterwasser. Ich hoffe, ich halte das durch. Mit den 61 Karten denke ich schon. Mit dem Thema weiß ich nicht, vielleicht switche ich auch mal um, aber genau dafür ist ja so eine lange Challenge ja auch, dass man sich jeden Tag einfach mal ransetzt und sich frei fühlt und einfach mal kreativ ist, frei nach Schnauze gestalten. Ich habe schon mit der Geli-Platte auch schon Hintergründe dafür gemacht, schon ein bisschen vorbereitet, falls doch mal Engpässe sind, dass ich dann darauf zurückgreifen kann. So. Jetzt habe ich aber gequasselt hier. Diese kleine Karte ist von Knilly dazugekommen. Und ich wollte euch einmal kurz zeigen, was ich mir da bestellt habe. Zum einen ist Papier mitgekommen, das ist ja aus dem Release, so in Regenbogenfarben. Falls ihr Nebengeräusche hört, ich habe meinem Mann zwar gesagt, dass ich jetzt ein Video drehe, aber vielleicht hört ihr was, dann entschuldigt das bitte. Dann haben wir hier einen Stempel mit dem Banner. Seht ihr das? Das wollte ich mal ausprobieren. Ich habe zwar eine Stanze, aber ich fand das als Stenzel auch nicht schlecht. Vor allem kann man das dann ja auch halbieren, dass man nur so kurz das nimmt und für Schrift oder als Hintergrund sieht das bestimmt auch richtig toll aus. Ja, da bin ich mal gespannt, was ich damit ausprobiere. Ja, Clearly, mal gucken, was noch das Juni-Release, wenn das da ist, ob es mir auch gefällt, dann werde ich das auch noch bestellen und dann bin ich erstmal durch, weil sich da ja was ändert mit dem Bestellen. Mit der Einfuhrgebühr und Schnick und Schnack und Zoll, keine Ahnung, muss ich mich ja schlau machen und dann werde ich halt, wie gesagt, jetzt erstmal damit, ich meine, ich habe so viel bestellt dieses Jahr, was bei Clearly angeht. So, das ist die Stänze, die es im Release gab, dass ich da jetzt erstmal alles wegarbeiten, was heißt wegarbeiten, aber ausprobieren möchte. Ich habe auch noch vom Papering Ink die ganzen Sommer-Winter-Surf-Geschichten. Zum Herbst hin habe ich auch schon vom Papering Ink da ganz viele Motive und bis Weihnachten, glaube ich, bin ich mega ausgelastet, das alles auszutesten. Und es kommen ja immer wieder neue. Also wenn ich daran denke, auch diese Firma hier, die macht die Digitalstempel so toll. Isabel Christina Stamps. Da habe ich ja auch noch so viele. Leute, ich brauche mehr Zeit. Das hier wollte ich schon länger haben, habe es diesmal mitbestellt. Dieses Set ist, das andere ist das Release komplett. Das fand ich ganz nett, weil man kann auch an Bastelfreunde, wenn man mal wieder eine Happy Meal machen möchte oder Post für dich, kann man diese kleinen Motive dafür super benutzen. Kängurus habe ich noch nicht in meinem Sortiment und habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit einem kleinen Hintergrund noch dazu. Ein schönes, großes Set, um das mal auszuprobieren. Die Bienchen sind knuffig, dick.
Ja, mit einem gesunden Apfel, mit einer Blüte, mit einem Stift, also Blume, mit einem Buch. Also da kann man ganz viel ausprobieren. Und genauso auch hier mit dem, auch sehr schön. Ja, das ist sehr schullastig, sehr buchlastig. Das heißt, es wird da wahrscheinlich demnächst ein paar Lesezeichen von mir geben. Habe auch schon eine Idee, wie ich das mache. Super niedliches Set, das finde ich auch sehr schön. Hier weiß ich noch nicht wirklich, wie ich das mache, aber das sind so kleine Kästchen. Das passt vielleicht auch auf eine Deko-Briefmarke drauf. Oder ich muss mir da noch was einfallen lassen. Weiß ich noch nicht. Hier habe ich gedacht, wenn man mal Gutscheine zum Einkaufen verschenken möchte, kann man vielleicht auch sowas nehmen. Vielleicht. Sonst, ja, ich wollte das ganze Release halt mitnehmen, deswegen, da lasse ich mir auch was einfallen. Und das Set finde ich mega, mega, mega schön. Ich liebe ja Füchse. Und finde das total schön mit den Büchern. Und ich lese ja sehr, 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 sehr viel und habe mir überlegt, vielleicht nutze ich das als Junk Journal Grundlage, um eben halt die zu kolorieren, mit reinzukleben, um mal zu gucken, was für eine monatliche Übersicht, welche Bücher lese ich gerade, welche möchte ich noch lesen, welche sind auf Wunschliste, wo habe ich eine Rezension geschrieben, wo arbeite ich mit der Autorin zusammen. Also was kann ich dann mit diesen tollen Stempeln dann umsetzen. Ihr merkt schon, ich brauche mehr Zeit. So, und jetzt zeige ich euch noch meine kleine Bestellung. Da habe ich lange drauf gewartet. Tada! Von Mintai Nightfall. Das war lange, hatte Papieria gut in der Werbung gehabt. Ich bin auch in der Facebook-Gruppe drin und hatte sie noch angeschrieben. Und dann hatte ich das gesehen, dass es schon im Shop war, aber noch nicht, dass es zu kaufen gibt. Dann habe ich bei jedem angeklickt, aus diesem ganzen von der ganzen Kollektion angeklickt, wenn es da ist, dass sie mir Bescheid sagt. Und dann war es soweit. Und dann habe ich es bestellt und war so happy, dass ich es endlich habe, weil das ist noch ein Teil meines Geburtstagsgeschenkes, genauso wie Clearly und Stamp Corner, die Bestellung. Das gehört alles noch zu meinem Geburtstag. Und ja, war jetzt einfach happy, dass ich es bestellen konnte. Und dann war ich hinterher in der Gruppe drin und dann war da für einen Tag oder für eine Woche oder so, wenn man da den Code eingibt, gab es 10% genau auf Mintai, also auf diese Sachen, habe ich gedacht, okay, es sind dann eben halt nur 3 oder 4 Euro. Macht den Kohl jetzt nicht fett. Aber guckt mal, was hier steht. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Dafür habe ich diesen wunderschönen Blog dazu bekommen. Ist doch der Hammer, ne? Vielen, vielen Dank übrigens, liebe Daniela, für diesen tollen Blog. Und doppelseitig bedruckt. Hier diese kleinen Kärtchen finde ich super schön. Da hatte ich sowieso schon mal geliebäugelt, ob oder ob nicht. Was soll ich sagen? Er kommt jetzt einfach so zu mir. Nochmal Glück. Ja, es sind sehr schöne Papiere. Es sind, glaube ich, 4-mal oder 3-mal diese Designs drin. Das heißt, wenn man sich da mal verschneidet oder etwas besonders toll findet, kann man alles davon verwenden. 24 Designs sind da drin. Also 4x12. 4x12 plus 2 Bonus. Okay. 24. Verstehe ich jetzt nicht. Das ist Bonus. Das ist die letzte Seite wahrscheinlich. Ja. Und dann haben wir 4-mal immer dasselbe Design drin. Wunderbar. Also auch da wieder ein Geschenk dazu bekommen. Dann habe ich, bevor wir uns das jetzt gleich angucken, dann habe ich auch bei Isabel Christina Stamps, sie hat ein Giveaway gemacht auf Instagram. Es haben über 220 Leute mitgemacht. Und da habe ich gestern Abend die Nachricht bekommen, dass ich da auch gewonnen habe. Ey Leute, ich passe es nicht, ich passe es nicht, ich passe es nicht. Und sie hat so Sticker fertig gemacht. Ich kriege den Geburtstagskalender. Ich zeige euch das, wenn es ankommt. Also keine Sorge, das ist auch so überwältigend. Ich habe Tränen in den Augen seit Tagen. Also irgendwie läuft's. Gut. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich den Bogen gekauft habe. Vielleicht ist es auch noch ein Giveaway. Aber wunderschön. Mit Text, mit wie Die-Cuts, das kann man wunderbar ausschneiden als Die-Cuts. Passt wunderbar jetzt auch so ins Junk Journal rein, auch zu dieser Jahreszeit mit den Pfingstrosen. Ist auch nur ein Schmetterling und hier nochmal Pfingstrosen auf Vintage Air gemacht. Und schöne Sprüche. Boah, das könnte ich auch verwenden für meinen Geburtstag.
Best Birthday Witches. Best Witches. Ja, mal gucken. Also, hier haben wir dieses Set, das Video ist schon sehr lang, deswegen packe ich es jetzt nicht aus. Das ist das Die-Cut Paket. Ja, warum habe ich es gekauft? Die ganze Serie. Mond dabei. Es ist ein blau-lila und so ein türkis-grünlich. Mond. Und dann sowas. Und da war ich dann schon hinweg. Und da sind auch Schriften noch dabei. Ja, genau. Werde ich bestimmt was mitmachen. Werde ich euch garantiert auf meinem Kanal dann zeigen, wenn ich dann soweit bin. Vollmond, Midnight, hier so diese, das ist so ein Bogen, Cardboard-Stickers. Die sind ein bisschen dicker. Moonlight Magic, das passt. Oh, Nightfall, Stardust. Ich liebe es. Wein habe ich nicht viel am Tut, Weintraum liebe ich, aber Wein mag ich nicht so. Aber das ist doch der Hammer, oder? So, und davon habe ich mir gleich zwei bestellt, weil bei 1,95, glaube ich, kam einer oder irgendwie so. Da habe ich gedacht, das ist egal. Bei denen hier habe ich das auch so gemacht. Den habe ich sogar dreimal bestellt. 1,09 Euro kam der. Okay, ich habe ihn fünfmal bestellt. Genau, da habe ich gedacht, ob ich jetzt ein dreimal oder fünfmal bestelle, ist ja Banane. Und guckt euch mal diese Karten an. Das heißt, ich habe hier 12 Journaling-Karten. Vorder- und Rückseite. Und bei 5 Bögen brauche ich mich also nicht groß entscheiden, nämlich das oder nicht das. Und hier kann man auch so wahnsinnig viel im Mysterium-Bereich, also spirituell, die Sachen, die mich da so alle begeistert und wo ich gerade im Hintergrund noch viel am Arbeiten und Machen und Tun bin, das ist so mega. Ich kann mir vorstellen, dass ich daraus ein Junk Journal nochmal mache. Oder so ein Daily oder Weekly. Obwohl, das ist mir dann wieder zu schade. Ihr kennt mich ja. Ich möchte es immer und dann ist mir das immer zu schade. Dieses hier habe ich mir auch dreimal bestellt. Weil ich damit, hinten ist Holzoptik. Aber da könnte ich zum Beispiel auch das noch so ausschneiden und mitverwenden als Die-Cut. So, und dann haben wir hier das große Set. Und das packe ich. Das muss ich einmal auspacken, wenn ich selber bin, weil die habe ich drauf. Ich kriege das nachher nie wieder in die Folien rein. Ich versuch's. Das ist der Bogen, den wir eben schon hier hatten. Ich packe das jetzt hier mal hin. Und jetzt guckt euch mal dieses Papier an. Dann noch die Rückseite. Oh mein Gott, jetzt muss ich es nochmal bestellen, weil ich wieder die Rückseite nicht kaputt machen will. Die Mondphasen. Und dann in diesem dunkelblau und lila Touch. Ich weiß gar nicht, wie lange ich darauf geguckt habe. Ich glaube, ich habe nicht lange drauf geguckt, als ich gesagt habe, das muss ich haben. Ist doch der Hammer, oder? Ich bin begeistert. Boah. Oh mein Gott. Also mit Rosen habe ich es ja nicht unbedingt so. Aber für ein Galaxy-Hintergrund, oder? Boah, wenn ich sowas mit Distressed Oxid hinbekommen würde. Ähnlich kriege ich es ja schon mal hin, ne? Also, Wahnsinn. Und hier nochmal Rosen. Oh mein Gott. Ja, den Bogen hatten wir ja schon. Den haben wir uns ja schon angeguckt. Den habe ich also da auch nochmal drin. Upsi. Ich lege es dann hier nochmal zur Seite. Und dann haben wir hier nochmal mit Glühwürmchen oder so. Auch wunderschöner Hintergrund. Und das finde ich ganz schön mit diesen Girlanden, also Lichterketten. Da habe ich nämlich von Created Smiles und der Bisset, was ich auch noch nicht eingeweiht habe. Aber da wollte ich auch noch unbedingt was machen. Hier haben wir nochmal die Mondphasen. Und dann haben wir hier nochmal den tollen Hintergrund. Also ist das doppelt drin, sehe ich gerade. Ja, Wahnsinn. Das ist gut, weil ich manchmal den Hang dazu habe, was zu zerschneiden. Dann brauche ich mir jetzt keine Sorgen machen. Und den Bogen haben wir auch nochmal drin. Klasse. Ja. Also ich würde sagen, ich habe mich gut selbst beschenkt. Ihr habt mich wahnsinnig reich beschenkt, glücklich geschenkt. Und ja, bei den Challenges einfach mal mitgemacht und Glück gehabt.
Deswegen mache ich es ja nicht mit, sondern manchmal ist es ja so, dass ich gerne an Challenges teilnehme. Habe ich früher schon immer gemacht. Und ich werde immer wieder, also auch bei denen, diesen Monat wollte ich gerne mitmachen, bei Stamp Corner habe ich gesehen. Diesmal ist es Stenzel. Stenzel habe ich auch genug da. Und da kann man auch was machen. Die ist ab heute gut, die neue Challenge. Also von daher ist genug am Machen und Tun. Also ich habe nie Langeweile und wenn ich mal Langeweile hätte, dann würde ich noch mehr lesen oder vielleicht doch ein bisschen mehr Sport machen. Ja, also herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Also Haul Video mit Geburtstagspost. Ja, meine Geburtstagsgeschenke in dem Sinne. Na. Ja, Leute, dann wisst ihr, was auf euch zukommt in den nächsten Videos, was da verarbeitet werden darf, soll, muss, kann. Und ich bin gespannt, was mir so alles einfällt. Und die Nächte werden wieder anstrengender, weil mein Kopf dann einfach immer wieder neue Ideen raussprudelt. Und ja, freue mich einfach total. So, dann sage ich erstmal, habt einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr wie gesagt dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und da geht es vielleicht auch mal wieder Richtung Junk Journals. Habt noch ganz viel in Reserve, in petto. Und bin da gespannt, was ihr dazu wieder sagt. Okay, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, tschüss.